Also, herzlich willkommen, liebe Sandra, auf ein neues. Hallo, schön, dass ich wieder da sein darf. Nachdem wir das letzte Mal gesprochen haben über Human Design und was es dir im Umgang mit deinen Kindern Gutes tun kann und da schon mal so eine kleine Einführung gemacht haben, also für alle, die sie jetzt komplett blank erwischt, guckt mal in die Liste, da findet ihr das andere Video, wo wir die Typen erklärt haben und so weiter. Und da findet ihr auch einen Link, um euer eigenes Chart auslesen zu lassen, weil heute gehen wir wirklich noch mal ins Detail und sprechen mal über Human Design im Business, weil das interessiert natürlich ja die meisten, würde ich denken. Und gerade wenn du natürlich auf dem Weg in die Selbstständigkeit bist und überlegst, okay, was kann ich gut, was würde ich gerne machen und so weiter, dann bist du sehr, sehr schnell an dem Punkt, dass du einfach super viele Angebote erkennst und es einfach so schwer ist, dann erstmal überhaupt seine eigene Position zu finden. Die meisten kommen dann mit, du musst eine Positionierung finden. Ja, das ist total fein, aber es wäre schlau, vorher erstmal die eigene Position zu finden, bevor wir es dann Positionierung nennen. Und da ist Human Design ein Riesentool und ein Riesenmittel einfach, um da ein bisschen Klarheit zu schaffen. Und genau, vielleicht, Sandra, erzählst du ganz kurz, ich weiß, dass du ganz aktiv in deinem Mentoring mit dem Thema auch arbeitest mit den Klienten. Erzähl mal ganz kurz, wie du das aufdröselst. Also. Okay, also als erstes generieren wir natürlich das Chart, sodass wir da reingucken können und fangen tatsächlich von vorne an, also bei den Basics mit Typ, Strategie, Profile, um erstmal eine Orientierung zu bekommen für jeden selbst, dass er einfach weiß, was heißt das ganze Gedöns. Und ganz oft, also zu mir finden wirklich die meisten Menschen, die dank Schule und Erziehung einfach so ein bisschen lost sind mit ihrer eigenen Energie und dem Vertrauen in sich selbst. Und das ist der Ansatzpunkt von Human Design, das, was du gesagt hast, mit eigener Positionierung finden, find wieder zurück zu dir, damit du nicht erst 50 Strategien ausprobieren musst, bevor du sagen kannst, das funktioniert nicht, das funktioniert nicht, das funktioniert nicht. Sondern je näher du an dir dran bist, und dein Business ist immer persönlich, es ist ja dein Business, es ist dein Baby. Und du bist der Anfang und das Ende und der Inhalt von dem ganzen Ding. Also musst du auch bei dir anfangen. Und je klarer du mit dir selbst bist, was deine Stärken sind, was deine Talente sind, auch was deine Herausforderungen sind, ja, das ist auch ganz wichtig, dass du einfach weißt, hey, das sind Sachen, mit denen komme ich schlecht klar. Mach weniger davon. Auch wenn alle Businesswelt sagt, du musst das machen. Wenn du keinen Bock auf Schreiben hast, dann schreib nicht, ja, dann ist es einfach nicht dein Weg, dann musst du auch kein Newsletter haben. Dein Business geht davon nicht kaputt. Genau, das ist eigentlich so der Anfang. Wir fangen wirklich bei den Basics an, um näher an uns wieder ranzukommen und zu gucken, auf was kann ich mich verlassen, was ist schon da. Und wenn wir jetzt gucken, es gibt ja so verschiedene, wie soll ich sagen, omnipräsente Formate, die uns online begegnen, also sowohl ja auch als Käufer, wo man natürlich, also es ist auch der beliebteste Weg, glaube ich, erstmal selber viel Käufer zu sein und zu gucken, wie machen das die anderen, um dann rauszufinden, okay, womit kann ich mich identifizieren, was ist cool, was ist nicht cool, was würde mir selber Spaß machen, was hat mir auch als Kunde Spaß gemacht, also es ist auch ein guter Indikator, wenn du selber als Kunde Spaß hast, ist es schlau, das zu integrieren in dein eigenes Produkt. Genau. Und also wie woran genau kann man das erkennen oder wo genau kann Human Design dir da helfen, wenn du die Typen, also die Grundtypen, wenn man die jetzt mal auseinanderlegt, dann gibt es ja, wir haben unterschiedliche Sales-Strategien, wie das verkauft wird dann und so weiter. Also es spielt ja alles zusammen, damit am Ende da wirklich ein Business rauskommt, wo, ja, wo du halt alle deine Interessen auch einfach auf eine Karte kriegst. Also in meinem Fall, Familie hat Prio 1. Also wir brauchen eine Riesenflexibilität, wir brauchen nicht dieses Projektthema, sondern eher eine konstante Belastung. So, wie findet man da am besten den Anfang, gelinde gesagt, ja? Also. Ja, also der Anfang macht wieder dein Typ, weil der Typ erstmal aussagt, wie du mit deiner Umwelt in Kontakt trittst, effektiv ohne auf Widerstände zu stoßen. Ja? Zum Beispiel die Gesellschaft sagt dir immer, initiiere, werde selbst aktiv. Und es gibt ganz viele Menschen, die sagen, schreib deine Kontakte an und biete ihnen etwas an. Ja, sorry, wenn du kein Manifestor bist oder MG, sondern Projektor oder auch Generator, dann stößt du auf Widerstände. Das ist nicht authentisch. Und viele müssen das immer erst ausprobieren und wundern sich, warum funktioniert das für mich nicht? Die Antwort hast du schon alleine in deinem Typ drin. Dann gibt es natürlich, Hatte ganz ja. kurze Detailfrage. Dieser Widerstand, der kommt tatsächlich von außen oder die haben innerlich diesen Widerstand? Also, weil viele kommen ja dann und sagen, ich fühle mich nicht wohl dabei, ich muss das lernen. Ja, genau. Also Diesen das Wohl. Widerstand oder meinst du dir die Resultate, die von außen kommen? Beides tatsächlich. Ja, also dein Gefühl dazu ist auf jeden Fall entscheidend. Das ist also immer dabei der inneren Autorität und auch Strategie.
Und du kreierst ja auch Widerstände im Außen, weil es eben nicht mit dir im Alignment geht. Ist klar, wenn du einen innerlichen Widerstand hast, wie sollen denn die anderen sagen, boah, ist das toll? Ja, oder? Wenn man doch Ergebnisse im Außen bekommt, und du wirst sie natürlich auch bekommen, je mehr du dich anstrengst, desto eher bekommst du auch Ergebnisse, aber sie kosten dich einfach so viel Energie. Und wir wollen doch in unserem Business schon eine gewisse Leichtigkeit haben. Spiel und Spaß, es ist einfach die Zeit, die sich wieder dahin entwickelt. Das ist nicht alles ein ernstes Business. Wir tragen Anzug und Krawatte und wir müssen nur ernst arbeiten. Das ist ja nicht mal die aktuelle Zeit und erst recht nicht im Online-Business. Also das Ding ist hier schon Spiel und Spaß. Anstrengend ist es immer mal wieder, aber es soll dir prinzipiell mehr Energie geben als kosten. Das ist das Ziel meiner Meinung nach. Und das beantwortet dir schon der Typ. Und dann die innere Autorität, also die verrät dir, wie du Entscheidungen triffst. Das bedeutet, du triffst auf Strategie X, meinetwegen schreib jetzt Menschen an und verwickel die in ein Gespräch und mach ein Offer, mach ein Angebot. Und du denkst, dein Körper sagt, so dein Bauch zum Beispiel, ja, wenn du sakrale Energie hast oder auch sogar eine sakrale Autorität, ist dein Bauch so, will ich nicht, nein. Und du machst es doch dagegen und du gehst, es ist wie wenn du auf deine Arbeit gehst und eigentlich keinen Bock hast. Ja, dann kreierst du dir das Zuhause, was du eigentlich woanders gar nicht mehr haben willst. Und dein Körper kennt die Antwort. Es gibt verschiedene innere Autoritäten, emotionale, Milzautorität, sakrale Autorität. Und es sind alles auch Körpergefühle, die dir sagen, ob du auf dem richtigen Weg bist oder nicht. Und darauf darfst du hören. Also wenn Strategie X kommt und dein Bauch macht, dann frag dich schon, ist das jetzt, weil es was Neues ist und Komfortzone? Ja, da haben wir auch manchmal so ein, aber es ist eben anders. Es ist eher so ein, oh mein Gott, statt ein, nee, ich will das nicht, weil das überhaupt nicht zu mir passt. Ja, und dann folge dem auch. Alles andere, was nach dieser Körperreaktion kommt, ist Kopf. Das ist dein Verstand. Dein Verstand möchte dich beschützen. Dein Verstand passt auf dich auf. Ey, das wird gefährlich vielleicht. Oder, keine Ahnung, das könnte nicht klappen. Whatever, dein Kopf erzählt dir dann ganz schöne Geschichten. Kennen wir dann alle, kommt immer mal wieder. Das ist wichtig zu unterscheiden. Kannst du kurz sagen, einmal, also welche Energien, wie man am besten abfragt? Also welche Autoritäten brauchen welche Art der Abfrage? Also das heißt, du hast ja gerade schon gesagt, also sakrale Energie ist am besten ja, nein, ne? Und die haben das auch sofort eigentlich im Bauch, richtig? Also wer, hilf mir mal ganz kurz, also ich bin jetzt ja kein Human, jetzt ist es raus, ich bin kein Human Design Experte. Jetzt habe ich mich selber geoutet. Also, aber kannst du Alles kurz fein. einmal, ich weiß, dass es eine ganz relativ klare Regel gibt, sozusagen, wenn das deine Autorität ist, dann musst du dich selber folgende Frage stellen und diese Sache noch berücksichtigen und dann kommst du eigentlich ganz gut zum Schluss. Genau, also sakrale Autorität ist diese Bauchstimme, die wirklich in deiner Bauchregion sitzt, die brummt tatsächlich. Die macht so ein oder ein und so ein bisschen, also ich persönlich habe es als Gefühl von Zusammenziehen oder so Schmetterlinge im Bauch tatsächlich. Wenn irgendwas mich total begeistert, ist es so ein ja, okay, machen wir. Ich bin allerdings emotionale Autorität, habe aber ein definiertes Sakralzentrum. Deswegen das Sakralzentrum macht, dass ich das Brummen habe. Aber meine Autorität ist tatsächlich emotional. Und das bedeutet bei großen Entscheidungen, zum Beispiel, ob ich mit jemandem zusammenarbeiten möchte, ist es am besten, eine Nacht darüber zu schlafen. Die emotionale Autorität macht, dass deine Gefühle in Wellen verlaufen. Und du solltest nie eine Entscheidung auf Top of the Wave treffen, weil dann bist du so in der Hochstimmung und dann würdest du zu allem Ja sagen, weil einfach alles gerade cool ist. Und dann kommt so das Tal und du denkst so, vielleicht auch nicht. Und indem du quasi einmal alles durchläufst und es ist am nächsten Tag immer noch ein Ja, dann ist es die richtige Entscheidung. Und emotionale Autorität bedeutet, du triffst deine Entscheidung in einer Ruhestimmung. Nicht oben, nicht unten, sondern wenn du ruhig bist. Das ist die Klarheit, die eine Genau, das heißt, emotionale Autorität braucht. aber das heißt, dass die Ladies sind nicht euphorisch, wenn sie ihre Entscheidung treffen, richtig? Richtig. Tatsächlich ist es so. Es ist eher wirklich eine absolute Stille, wo es keinen Zweifel gibt. Wo natürlich ist im Alltag nicht bei jeder Entscheidung, will ich heute Müsli oder was anderes frühstücken, kannst nicht immer eine Nacht drüber schlafen. Ja? Also dafür darfst du schon einfach auf dein zum Beispiel Bauchgefühl hören, wenn du es hast.
oder zur Intuition, kommen wir gleich noch zur Milzautorität oder zur definierten Milz, die hilft ja auch dabei. Mhm. Aber für große Entscheidungen bei der emotionalen Autorität definitiv abwarten und in Ruhe entscheiden. Mhm. Dann gibt es, wie gesagt, die Milzautorität. Die Milz ist ähnlich wie die Bauchstimme, aber ein bisschen ruhiger. Also ziemlich sehr viel ruhiger, weil dort sitzt auch die Intuition. Und die Intuition, die kennen wir alle als, ich weiß es einfach. Es ist einfach da. Und das ist deine Milzautorität. Du weißt es einfach. Und dieses Gefühl ist etwas undefinierter. Und tatsächlich ist es bei jedem anders. Meine Intuition, die kriecht mir tatsächlich hier über die Seite hoch. Mhm. Das ist echt so ein, irgendwie, das kribbelt mir hoch und ich weiß es einfach. Und da darfst du mitspielen, das darfst du erforschen, wie sich das für dich anfühlt. Mhm. Und wenn du mit kleinen Dingen anfängst, dann kriegst du das raus, weil du machst das schon jeden Tag. Wir vertrauen nur nicht drauf. Wir vertrauen immer auf unseren Kopf und müssen irgendwas von unserem Kopf erzählen lassen. Für, keine Ahnung, will ich diese Schuhe kaufen? Da fragst du schon deine Autorität. Mhm. Und das ist so ein Gefühl so, na klar will ich die Schuhe kaufen, guck dir die doch mal an. Natürlich. So, und dann kannst du das ausweiten, auch auf Business-Themen, wo es dann natürlich, sage ich mal, gefühlt manchmal schwerwiegendere Entscheidungen sind. Und dann gibt es noch die Herzautorität. Im Herzzentrum, im definierten Herzzentrum steckt deine Willenskraft. Das bedeutet, wenn du eine Herzautorität hast, die sehr selten ist, musst du bei deinen Entscheidungen auf diese Power deiner Willenskraft hören. Ich überlege gerade, wie ich das noch beschreiben kann. Also es ist wirklich dieses, ich will das. Völlig klar will ich das. Und je stärker du sie spürst, desto, sage ich mal, richtiger auf dem Weg ist das dein richtiger Weg. Dann gibt es die Autorität des G-Centers. Das ist hier das... Aber das ganz ist so kurz nochmal zum Verständnis, das heißt, die Milz und auch das Herzzentrum entscheiden ad hoc, richtig? Die müssen nicht drüber schlafen und die können so on point, mein Mann zum Beispiel, das finde ich total krass, seitdem ich das angesprochen habe, bestätigt, mein Mann trifft die Entscheidung noch, während ich spreche. Oh krass, was ist der für eine Autorität? So, das sieht man ihm richtig im Gesicht an. Ich muss die Frage nicht mal zu Ende stellen. Ja. Kommen natürlich verschiedene Dinge zusammen. Ne? Wir kennen uns sehr lange, also... Aber anscheinend ist es auch bei Kollegen so, wenn die auf Arbeit irgendwelche neuen Dinge besprechen oder wie auch immer, dass manche sagen, mir reicht der erste halbe Satz und ich weiß schon, ob das eine coole Idee ist oder nicht. Was ist er für eine Autorität? Milz. Milz, ja. Intuition. Intuition ist einfach da. Das ist wirklich, das ist gerade, wenn du das versuchst, einem Kopfmenschen zu erklären, das ist wirklich schwer, weil es einfach ein Gefühl ist. Und wir alle kennen Intuition. Zum Beispiel, ich sollte jetzt nicht auf diese Straße gehen. Das ist Intuition. Das ist echt einfach ein Feeling für das Leben, für die Umwelt, was da gerade los ist. Ja. Ich sollte jetzt hier nicht weitergehen. Das kannst du nicht begründen und du weißt auch nicht, wo es herkommt. Was voll cool war, ist tatsächlich, seitdem er das weiß, ist es für ihn viel leichter, das anzunehmen. Und man kann sich ja, also ich habe ja eine sakrale Autorität, also das heißt, bei mir ist es auch so ja oder nein, ganz schnell. Und und der meinte ja, man kann sich vorstellen, wie viel Energie wir einsparen, weil wir uns beide einfach die Mühe also einfach weglassen, zu versuchen, kognitiv zu begründen, was eh schon geschehen ist. Also, und dadurch, dass wir das beide voneinander wissen, nimmt es natürlich nochmal eine ganz andere Geschwindigkeit und auch eine ganz andere Selbstverständlichkeit an. Und das ist halt mega cool. Und das habe ich an Matthias extrem beobachtet, auch mit, dass er mit viel, viel mehr Selbstverständlichkeit auch im Job agiert, einfach weil er weiß, so ich. Also es ist halt so, ich muss es auch nicht erklären. Genau, und das ist auch etwas zum Beispiel, was auch so von der Gesellschaft kommt, dieses, dass du immer alles erklären musst. Mhm. Oder was auch aus deinem eigenen Selbstwert kommt, ist, ich will verstanden werden. Mhm. Wenn man das ein bisschen verabschiedet, kommt man aus diesem Rädchen raus, ich muss das erklären. Mhm. Wenn man es einfach macht, ist es erstaunlich, dass es niemand in Frage stellt, weil du einfach so selbstsicher bist, der wird schon wissen, wo es lang geht. Ja, voll. Genau. Okay, cool. Für die sakrale Bauchstimme würde ich gerne noch hinzufügen, sowohl du selbst als auch andere sollten dich wirklich Ja-Nein-Fragen fragen. Damit geht es am allerschnellsten. Ja. Das ist, also für mich war die größte, also dadurch, dass ich das so habe und nach außen da jetzt nicht so viele Probleme irgendwie mit habe, aber was auch tatsächlich das große Thema war mir selber
auch einfach dahingehend zu vertrauen, dass es für mich kein Vielleicht gibt, sondern dass es entweder ein Hell Yes oder ein Nein gibt. Und damit habe ich halt nur wirklich 10 oder 15%, was wirklich Ja ist, und der Rest ist Nein. Und das war für mich nochmal eine Riesenbefreiung zu wissen. Es sind nämlich nicht 50, 60, 70%, naja, so, sondern wirklich zu sagen, so, nee. Also, und damit kommt eine ganz, ganz andere Selbstverständlichkeit für die eigenen Entscheidungen daher, was unheimlich Qualität. Energie spart einfach. Und dann, ja, ganz ehrlich, auf diesen 10% Ja hast du auch gar keinen Stress, das zu erklären. Weil da ist es so eindeutig. Ja, genau. Und was noch wichtig ist bei deinen Ja's, nur falls sich das zum Beispiel nach 3 oder 5 Tagen mal dreht, was total normal ist, erlaube dir, die Richtung zu wechseln und zu sagen, ey, es war ein guter Gedanke, wir haben den jetzt ein bisschen verfolgt. Nee, es hat nicht so viel Output, wie es mir dient. Und das kann man wertschätzend rüberbringen, ja. Also in unserer Gesellschaft ist es ja auch wieder nicht so anerkannt, dass man irgendwie seine Richtung wechselt oder die Meinung ändert. Und dann quälen sich Menschen immer so durch Dinge durch. Bäh. Blödsinn, ne? Wir haben alle mehr davon, wenn wir ehrlich sind und dazu stehen, worauf wir Bock haben. Wir können so viel mehr Energie kreieren, wenn wir nur die Dinge tun, auf die wir Bock haben. Das meint nicht, dass wir alle keinen Hausputz mehr machen oder Steuern, ne? Also klar müssen wir die Dinge auch machen, aber einfach von Projekten, von Dingen, die uns wirklich anfeuern. Was noch ganz cool war, ist tatsächlich, dass du selber einfach mit den 10, 15% Ja, also das ist ja die gute Seite. Was passiert denn jetzt mit dem Nein sagen, ist ja so eine Sache, ne? Also gerade in meinem Zusammenhang, es wird es sehr hart diskutiert, wie mache ich das denn jetzt mit dem Nein? Also weil, wenn ich das jetzt für mich habe, dann ist ja fein, aber deswegen muss ich es dem anderen ja trotzdem irgendwie mitteilen. Ja. Was mir sehr gut hilft, was tatsächlich meinem Mann auch sehr gut hilft, weil das genau eben diese Sub-Sachen sind, die man eben nicht so gut erklären kann, ist tatsächlich dem anderen einfach zu sagen, es ist ein Jetzt nicht. Es ist nicht ein Nein im Sinne von, ich liebe dich nicht oder ist mir nicht wichtig oder wie auch immer, sondern es ist einfach nur, die Entscheidung ist jetzt nicht. Und das finde ich extrem hilfreich, weil das einfach nicht so in dieser Absolution, wie man das körperlich vielleicht empfindet, so kann man das ja nicht dem anderen irgendwie an die Stirn nageln. Also das kann man machen, aber dann ist man halt, da muss man nicht mehr so viel erklären, wenn man nicht mehr so von so vielen Menschen gefragt wird einfach. Aber es ist ein Jetzt nicht, finde ich, damit können alle ganz gut umgehen. Ja, und ich finde auch Ich-Botschaften immer noch ganz gut, wenn man sagt, ich möchte gerade nicht oder ne, ich möchte jetzt auch immer, oder aber ich es möchte ist auch, nicht. Genau, also das einfach so ein bisschen abzuschwächen, also rein kommunikativ macht es auf jeden Fall Sinn, nicht das Nein so rauszuknallen, gerade wenn man so eine große, also gerade wenn man so sagt, so, oh Gott, 80% am Tag, wie soll ich das machen? Ich habe nur Streit jeden Tag. Also, und das hilft schon zu sagen einfach, okay, es ist einfach jetzt nicht. Ja. So. Genau. Und das war für uns nochmal so, wie übersetze ich das dann tatsächlich in den Alltag? Das hat sehr viel mehr möglich gemacht, als man vorher vielleicht sieht. So. Und dann Step by Step, ne? Bis wir dann irgendwann bei gewaltfreier Kommunikation angekommen sind, dauert es ja noch ein bisschen. Also Schritt für Schritt. Ja, sehr cool. Und dann haben wir noch Herzautorität. Nee, Herz hast du gesagt, G-Center. Herz hat man gerade, G-Center hat man noch, genau. G-Center, da geht es ja um das Selbst, um die Identität. Und dort hilft bei Entscheidungsfindung tatsächlich mit anderen Menschen zu sprechen. Mhm. Also, dass du viele unterschiedliche Personen befragst und darüber dann deine Wahrheit bildest. Mhm. Ja, das heißt nicht, dass du das machst, was die anderen sagen, sondern du brauchst einfach den Input sozusagen, damit du deine Stellung erkennst, damit du deine Position erkennen kannst. Okay. Haben ganz, ich weiß gar nicht, ob ausschließlich oder auf jeden Fall ganz viele Projektoren diese Autorität, und die sind ja eh, da geht es ja eh um mit anderen sein und sich darüber finden. Mhm. Deswegen passt das so gut zusammen. Mhm. Genau, es gibt noch die mentale Autorität, die ist auch recht selten. Das ist tatsächlich die Kopfautorität, ja, wo wir wirklich dann nicht mehr vom Körper sprechen. Und diese Menschen dürfen mit dem Kopf entscheiden, tatsächlich. Sie nehmen Gedanken auf und verarbeiten diese. Und jeder von uns hat vielleicht so einen intellektuellen Menschen in seiner Region. Die sind ganz oft mentale Autorität. Also sie filtern ihre Gedanken durch und entscheiden dann, ob diese Konzepte, ob diese Idee, ob dieses Projekt zu ihnen passt. Aber das heißt, die brauchen auch eine gewisse Zeit dafür, ne? Die entscheiden dann nicht ad hoc. Es kommt wahrscheinlich darauf an, auch wie schnell sie sind an sich.
würde ich jetzt nicht, ich würde sie nicht einstufen wollen in schnell oder langsam. Es geht wirklich eher wieder darum, dass sie sich tatsächlich auf ihren Kopf verlassen dürfen, auf diesen festen Verarbeitungsprozess von Gedanken, die sie bekommen, bis sie eben diese Klarheit haben, that's it. Das kann wahrscheinlich, es kommt auch wahrscheinlich auf die Entscheidung drauf an, kleine, große, mittel, wie schnell das geht. Wichtig ist, dass sie sich darauf verlassen können, weil diese Menschen manchmal ein bisschen ja, irritiert sind, weil sie kein Gefühl zu den Dingen haben. Wenn wir zwischenmenschlich nicht vom Business oder von Dingen sprechen, dann reden wir oft von Gefühlen. Und das fällt denen halt ein bisschen schwer, ne? Weil sie tatsächlich mental sind. Okay. Haben wir Genau. alle erwischt? Wir haben noch die lunare Autorität für die Reflektoren. Ja. Das sind die, die ja alle Zentren offen haben. Und unsere Reflektoren, und das nennt man die lunare Autorität. Dadurch, dass sie keine Zentren definiert haben, haben sie keine Autorität in dem Sinne, sondern es ist eine äußere Autorität, keine innere. Und sie müssen recht lange warten, nämlich einen Mondzyklus. Und auch dort sowohl mit Menschen darüber sprechen oder in Kontakt treten, als auch alleine sein. Und eben diesen Zyklus abwarten, bis sie diese Klarheit haben, was es dann ist. Ja, gigantisch. Das hört Stelle ich sich mir auch wirklich so als eine vor. richtig große Herausforderung in unserer Gesellschaft an, dass dem, also selbst schon alleine die emotionale Autorität zu sagen, so, du musst 24 Stunden drüber schlafen, ist halt schon, also für mich irgendwie unvorstellbar, aber einfach, weil es halt auch nicht nötig ist. So, das war auch schön zu wissen, dass diese Vernunft Schlaferei mir irgendwie gar nicht hilft. So, also weil man kriegt es ja so von zu Hause gesagt, so dieses, ja, denk doch mal drüber nach. So. Und ich denke so, Nee, ich will nicht darüber worüber denn? nachdenken. So. Genau. Tatsächlich, wie du das bei dir auch beschrieben hast, kann ich da noch einen Tipp mitgeben, kommunikativ, wenn man den Menschen sagt, ey, das klingt gut, lass mich bitte noch mal eine Nacht darüber schlafen. Punkt. Und das nicht erklären, warum und wieso, sondern einfach erstmal schon einen Hint geben, in welche Richtung geht, klingt gut, klingt nicht gut. Und dann, ich brauche aber noch die Nacht. Ob der andere dann damit klarkommt oder nicht, ist tatsächlich sein Problem. Ja, wir dürfen uns das erlauben. Das ist eigentlich der große Punkt dabei, ne? Dass die gesagt, aber du musst es doch jetzt entscheiden können. Nein, ich kann das jetzt nicht entscheiden. Ich habe kein definiertes Gefühl dazu. Ja, ich finde es total interessant, dass du das sagst, weil es ja super relevant auch ist für Verkaufsgespräche zum Beispiel, ne? Wir haben ja eben gerade im Vorgespräch schon kurz drüber gesprochen, dass wie unterschiedlich das einfach ist und dass natürlich unter Umständen diese Bedenkzeit ja, dich jetzt nicht aus dem Vertrauen hebeln sollte, weil das halt das Gedankengut des anderen ist sozusagen. Also du hast es nicht mehr unter Kontrolle, okay, aber mehr auch nicht. Es ist deswegen halt auch keine Absage oder ein Davonlaufen oder wie auch immer man das dann gerne interpretiert, sondern es ist halt einfach also es ist jedem sein Entscheidungsprozess gegönnt. So. Genau, was ich allerdings tatsächlich immer mitgebe, ist, wenn ich jemanden habe, der sagt, ich will nochmal drüber nachdenken, dass bitte denk nicht drüber nach, spür mal nach. Geh aus dem Kopf raus, weil wenn sie nachdenken, wird es wirklich Grütze, weil dann kommen halt die Gedanken mit teuer, nicht teuer, brauche ich nicht, brauche ich doch oder so, keine Ahnung. Also das gebe ich schon dann immer mit, bleib trotzdem in deinem Gefühl und schau dir die Gedanken an, aber sie sind nicht deine Entscheidungskraft. Das gebe ich schon immer gern mit, ja. Und dann darf es jeder in seinem Aber Prozess cool. machen, ja. Wenn wir uns jetzt die Stärken und all dem von den verschiedenen Profilen, also es gab natürlich, ne, wir haben ja die Übergruppen, wir haben natürlich dann unterschiedliche Linien, wir haben auch da nochmal unterschiedliche Ausprägungen mit Fokus, also das ist ja mannigfaltig sozusagen, Ja, das aber Schöne. das ist ja auch so schön im Grunde, aber vielleicht, also für alle, die jetzt überlegen, ich meine, wir haben vorher schon kurz drüber gesprochen, es sieht so aus, wenn man sich in diese Online-Welt begibt, als wäre man so ohne Online-Kurs dürfte man nicht teilnehmen. Auch ohne eigenes E-Book darf man nicht teilnehmen. Wer kein Freebie hat, ist eh raus. Wer nicht Genau. E-Mail-Marketing macht, ist eine Salzgurke. Also, und all diese Dinge, kannst du da kurz einmal zur Stellung beziehen, wie finde ich da irgendwie mein Anfang? Also am Ende ist es immer der Anfang vom Weg. Ich glaube, darüber sind wir uns alle einig. Es gibt nicht die eine Lösung und so machst du es dann und Genau. dann ist es cool. Aber wie finde ich wenigstens den Anfang, dass es irgendwie losgehen kann? Also damit man sich nicht so, ja, so kaputthirnt irgendwie. Also, Genau. und das hat Also ja. der Anfang ist tatsächlich, frage dich, was dir Spaß macht. Was hat dir bei anderen Spaß gemacht, wie du es gesagt hast?
Was macht mir selbst Spaß? Wenn ich Bock zu schreiben habe, dann schreib, ja. Und dann geh da inbrünstig dann damit raus, weil dann passt das einfach von der ganzen Energie her. Wenn du eine Strategie siehst, dann frage dich, ob die dir fetzt, ja. Bringt die dich weiter? Und wenn dein Bauchgefühl oder irgendwas in deinem Körper sagt, na, dann mach's nicht, ja. Und nein, du musst kein E-Mail-Marketing machen. Und um Himmels Willen, mach erst einen Online-Kurs, wenn du 10 Kunden hattest oder so. Ja, du kannst auch gerne gleich einen Online-Kurs machen, wenn dir das Bock macht. Da gibt es ja verschiedene Meinungen, aber du brauchst nichts von dem, was irgendein Guru erzählt. Du brauchst nur dein eigenes, was du mit voller Energie und Herzblut machst. Gibt es denn schon so ein paar Überschneidungen, wo du sagst, okay, bestimmte Typen sind für bestimmte Sachen eher geeignet? Also, nee, ich weiß, was du meinst. Tatsächlich findet sich das erst tiefer in deinem Chart, wo man dann sagt, wir haben verschiedene Planeten. Wenn ihr euer Chart anguckt, hast du ja links und rechts die bewussten und unbewussten Planeten und Tore und die Linien dazu. Und tatsächlich finden wir dann dort in Dinge, die uns sagen, bin ich eben eher der Gruppentyp, bin ich eher der Einzeltyp, bin ich, also ich bin zum Beispiel, ich brauche ein Team, das sich wie Familie anfühlt, da blühe ich auf. Das unterstützt mich so dermaßen geil, das ist mein Hebel so, ne? Und keine Ahnung, es gibt Menschen, die haben so eine Celebrity-Linie, ja, die sollten gefälligst rausgehen und das Ding einfach feiern. Dann gibt es halt welche, die, ich weiß gerade gar nicht, wie die Linie heißt, aus dem Kopf. Aber ne, die sollen einfach ihr Ding machen, die dürfen bei sich bleiben. Die brauchen nichts und niemand anderen. Mhm. Und das finden wir dann tiefer in den Planeten und den passenden Linien dazu, wo man sagt, ey, das ist eine Richtung, schlag die mal ein, die sollte dir leicht fallen. Okay, aber dann kann man ja für den Start schon erstmal sozusagen gucken, okay, also das, was wirklich hilft, gerade am Anfang, ist auch wirklich so zu überlegen, reine weg jetzt mal weg vom Human Design, zu sagen so, okay, aber wie lernst du denn am besten und wie kannst du dir selber vorstellen, diesen Input bereitzustellen? Also das heißt, ne, also manche lesen halt gerne, andere sind eher audiovisuell und gucken sich halt Videos an. Der dritte sagt halt, mir reicht das Audio voll aus, weil ich muss immer nebenbei irgendwas, das ist so typisch MG, so ich muss nebenbei Wäsche aufhängen, weil sonst kann ich da nicht so gut zuhören. Das ist so dieses Zappel-Philipp-Phänomen irgendwie. Und also das ist schon, finde ich, auch ein guter Anker, um am Anfang zu gucken, okay, was macht mir denn selber tatsächlich Freude? Wo habe ich denn am meisten Befriedigung auch, wenn ich das selber mache? Weil die Chance, dass du dein eigenes Wissen auf die eben genau diesen Kanal genauso gut zur Verfügung stellen kannst, ist halt super hoch. Genau, das ist das, was ich meine mit, schau dir deinen Typ an und wie du mit deiner Außenwelt in Kontakt trittst. Also keine Ahnung, Projektoren, ne, die brauchen eine Einladung. Die können nicht losstürmen und sagen, hey, ich habe hier einen Online-Kurs und los geht's und komm mal zu mir. Das kann ein Manifesto machen. Und dann fragst du natürlich deine Autorität, habe ich da Bock drauf, ja oder nein? Oder ich schlafe eine Nacht drüber und die Idee ist immer noch cool. Und das sind die ersten Steps, wo du einfach mit dir im Reinen da rausgehst. Was auch immer du machst, ob du eben ein Video machst oder nicht. Und das ist das Wichtigste, was wir lernen dürfen. Wir dürfen uns auf uns verlassen. Wenn ich Bock auf Videos habe, dann mache ich Videos. Und wenn ich keine Lust habe auf Videos, dann mache ich keine Videos. Mhm. Ja, und das macht, ich glaube, das können wir auch kognitiv begreifen, dieses, wenn ich keinen Bock darauf habe und davor sitze und ich muss jetzt ein fröhliches Video machen, yay, alles schön hier, dann denkt der andere doch auch, ey, die hat doch eine Vollmeinung. Das ist aber ein freundliches Video geworden. Ja, genau, ne? Ich fühle mich überhaupt nicht eingeladen. Und dann brauchen wir uns über das Ergebnis nicht wundern, oder? Ja. Also mach schon das, worauf du Bock hast, aber mach etwas. Also das heißt nicht, ich habe heute keine Lust, ich mache nichts. Das geht natürlich nicht, Leute. Also gehe ich jetzt mal davon aus, dass das klar ist, ne? Absolut. Also das ist halt auch so ein Wichtig, ne? Also dieses dem Gehenden legt sich der Weg unter die Füße. Also das ist Veränderung und Bewegung kommt durch Bewegung und nicht durch Stillstand. Also das ist wirklich was, wo ich sage, so, du musst irgendwo anfangen. Und jetzt such dir auch, also das, ne, das Leben ist ein Buffet, jetzt such dir aus, womit du anfangen kannst. Das ist das Geschenk, das du wählen kannst. Das ist das wirkliche Geschenk. Und nicht, es dass ist auch manchmal ein Fluch. Ja, es ist auch manchmal ein Fluch, weil wir halt so viel Auswahl haben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns selbst vertrauen können, dass meine Entscheidung ist immer richtig für mich. Ja, auch wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, mal nicht den riesen monetären Output hatte, gelernt habe ich immer was. Und das ist ja so eine Einstellung zu den Dingen. Ich probiere hier was und mir kann auch einfach nichts passieren. Und wenn ich, ne, das immer im Einklang mit deiner Energie und deinen Sachen, auf die du Bock hast, schwing einfach unwahrscheinlich hoch und dann können auch coole Dinge zu dir finden. Absolut. Also manchmal gehen die Dinge ja auch so verquer, wo du sagst, okay, damit habe ich gar nicht gerechnet.
Und Ist also das okay. voll Dann gut. darf man auch die Richtung mal wechseln tatsächlich und sagen, okay, probiert, danke, und jetzt ändere ich die Richtung, weil ich habe es probiert, es ging nicht, irgendwie haut es nicht hin, irgendwas passt da nicht zusammen, und dann darf man auch die Richtung wechseln. Und kurzen Ausflug vielleicht ins NLP, weil du gerade sagst, Zappel-Philipp-Mentalität. Wir wissen einfach schon, wie wir Menschen lernen. Der Körper, die Bewegung ist immens wichtig. Wenn wir sitzen und etwas lesen, nehmen wir nur 20% auf. Wenn wir uns dabei bewegen, sind wir schon bei 80%. 80%, Leute. Also stell dich hin, wenn du zum Beispiel irgendwas konsumierst, oder mach die Wäsche. Und dann kannst du dir Ja, viel mehr merken. ja. Das ist dann also, glaube ich, auch einer der Gründe, warum Podcasts in den letzten 2 Jahren so Ja. krass durch die Decke geknallt sind, weil die Leute das Stimmt. einfach gut konsumieren können. Also weil es halt sehr Ja. alltagsfreundlich ist, weil du das gut unterbringst, weil du halt, aber wie immer, großes Thema. Wir haben so viele Podcasts mittlerweile, dass wenn du alles hören würdest, was du auf empfohlen kriegst, wird es halt auch schwierig. Also das war mal eine Zeit, wo das nicht so war, aber die ist halt vorbei. So. Das heißt, Ja. diese Auswahlmöglichkeiten hat man halt immer. Aber ja, okay, das Und heißt, du willst also. zum Podcast als Ergänzung vielleicht noch, ne? Ich habe den Hype auch beobachtet. Ich fand den auch toll. Ich habe auch den Impact gesehen. Und ich habe einfach keinen Bock drauf. Überhaupt nicht. Jedes Mal, wenn ich mich gefragt habe, solltest du auch einen Podcast machen? Nein. Solltest du auch einen Podcast machen? Nein. Ich habe einfach keine Lust auf einen eigenen Podcast. Punkt. Habe ich Also nie gemacht und auch nie ausprobiert. ich werde tatsächlich auch regelmäßig gefragt und kann, also gerade mit den YouTube-Videos, das ist doch voll einfach, da musst du nur die Tonspur Ja. ausspielen. Also das ist tatsächlich, technisch ist das voll einfach, ich habe keine Lust. Ich Ja. denke so, es gibt voll Genau. viele gute Podcasts. Nee. Ja, gut, sehr gut. Man muss Also. nicht jeden Scheiß mitmachen, und es gibt einfach nicht den goldenen Schlüssel. Der einzige Schlüssel, den es gibt, der steckt von innen. Ja, was auch Auch ein ganz Thema schön ist, für dich. glaube ich, warum das so hoch gehalten ist, ist tatsächlich Beharrlichkeit. Ja. Also deswegen ist es so wichtig, dass du was findest, was nicht unbedingt dir Energie gibt. Ich finde, das ist auch eine sehr hohe Messlatte. Das ist schon cool. Da musst du dich aber sehr gut für kennen und so. Das ist auch gerade für den Anfang, finde ich, das ist wie die Diskussion mit dem Herzensbusiness, wo ich sage, ja, geht es noch ein bisschen höher. Ja, also. Ja. Man darf auch gerne anfangen und dann mal gucken, was da draus wird, ohne dass es gleich die krasse Sache wird. So. Also, das ist okay. Bin Und ich voll bei dir. Das möchte ich ganz dick und fett unterstreichen. Wenn, frage dich, was hinter das Ziel hinter deinem Herzensbusiness ist. Da ja, stehen genau. Werte dahinter wie Freiheit, Und dann wird ein Selbstbestimmtheit. Spiel raus. Ja. Und dann kannst du nämlich erstmal loslaufen und Spaß Genau. haben und dabei Spaß Ja, haben. Und irgendwann ist es absolut. dieses, that's mine. Ich finde Entschuldige. das Quatsch. Und ganz ehrlich, die meisten Mädels oder Mädels-Jungs, die dabei, meistens sind es ja Mädchen, ist auch so eine Art, Ja. warum kommunizieren Mädchen so gerne über Herzensbusiness? Huh? Also den meisten nehme ich das tatsächlich auch nicht ab. Also ich empfinde das als unauthentisch, ganz oft. Das ist auch wieder so, meine Bauchstimme sagt ganz klar so, irgendwas stimmt Das. nicht. Irgendwann haut nicht hin. Und das, Also. genau, und das ist das, diese Energie in dem Level, ne? Dass du wirklich machst das aus. Und du kannst auch zum Beispiel, das hatten wir vorhin schon angetouched, dieses, ey, du kannst nur Dinge verkaufen und verkaufen oder darstellen, die du selbst verkörperst. Ja, und wenn du von Herzensbusiness quatschst und da ist einfach keins, dann verkörperst du das nicht, und das kauft dir einfach niemand ab. Und alles, was du an Ergebnissen hast, kostet dich richtig Kraft und Energie. Ding ist halt, Hast keinen Bock drauf. also wir hatten letztens im Club tatsächlich so eine Rallye zum Thema Marketing, weil das natürlich viele fragen dann, okay, wie mache ich das jetzt schlau? Wie kriege ich jetzt einen Ja. Prozess hin? Wie kriege ich einen Workflow? Wie kriege ich irgendwas, dass ich diesen ganzen Bums hier irgendwie mitbespiele? Ohne, und die meisten von uns sind halt keine Marketing-Spezialisten, wollen auch keine werden, haben aber natürlich als Einzelunternehmer diese Sache mit auf der Fahne, weil wer soll sich da sonst drum kümmern? Und tatsächlich ist es so, dass es wirklich hilft. Also, ja, tut mir leid, das ist jetzt mal fernab da kommt die 5-1er-Linie durch, wo ich sage, die schlauste Lösung ist die, Hau die dir am raus. meisten Output bringt. Ja? Also macht Ja. nichts, wenn du wirklich einfach mal dir eine Strategie überlegst, die wirklich einfach schlau ist und smart und nicht irgendwas anderes. Und auch, dass du da nach Möglichkeit was Natürlich. findest, was dir zumindest erstmal keine Energie nimmt. Und dann bist du, glaube ich, für den Anfang extrem gut aufgestellt. Also, dass du wirklich sagst, so kann man starten. Wenn es dir Energie nimmt, ist schwierig. Aber dass es dir sofort Energie geben soll, ganz ehrlich, am Anfang, was gibt dir die Energie? Dein Erfolg. Sprich, zahlende Kunden. Alles, was davor kommt, ist nett. Aber so richtig die Ja, Energie kommt erst zurück, wenn du die ersten zahlenden wenn es Kunden hast. läuft. Und damit hast du halt diese Strecke von, je nachdem, wie schnell, von 3 bis 6 Monaten ungefähr,
bis du dann wirklich das erste Mal zahlende Kunden hast. 1, 2, 3, 5, 7. Bin ich auch bei dir. Starten ja schneller, also weil die natürlich mit einer Dienstleistung, das geht halt dann einfach schneller. Aber ich will damit nur sagen, ich mag diese Energiediskussion sehr. Trotzdem ist es mir ein inneres Bedürfnis, es wieder auf den Boden der Tatsachen zu stellen und zu sagen, so Leute, so, nur alleine davon wird übrigens auch kein Schuh draus. Richtig. Und das ist einfach wirklich wichtig. Das heißt, also überlegt ihr wirklich, fragt euch selber auf die verschiedenen Kanäle, also keine Ahnung, Podcast, YouTube, Blog, das sind die, so die drei großen Long-Term-Content-Themen, so, wo du sagst, okay, was davon kann ich mir am ehesten vorstellen? Weil genau. Und ich mache das alles gar nicht und ich gehe nur, weiß keine Ahnung, ich drehe jeden Tag 10 Reels auf Instagram und damit wäre ich berühmt. Kannst du machen? Kann auch passieren. Kannst du machen, würde ich jetzt nicht aktiv empfehlen, sagen wir so. Ja, genau. Nein, es geht absolut immer um die Balance, ja. Also wie du es gesagt hast, das energetische Thema ist das eine und Human Design ist auch nicht der heilige Gral, ja, auch wenn ich das feiere und mit Liebe in meinen Toolkoffer aufgenommen habe, es ist nicht der heilige Gral. Der heilige Gral ist immer noch do the work, weil auch Human Design, also nur Wissen hilft dir einfach gar nichts. Wenn ich dir alles erzähle über Human Design und du nutzt es nicht, hast du nichts davon. Und wenn du dieses Wissen nimmst und nur Reels drehst und dann da sitzt und hoffst, ne, hoffen ist keine Strategie, dass du dann real berühmt wirst, ja, kann klappen, aber die Wahrscheinlichkeit ist echt gering. Klar musst du einer Strategie folgen und die darf output-orientiert sein, weil wir wollen auch Geld verdienen in unserem Business, auf jeden Fall. Ja, auch einfach, also das ist auch strategisch einfach zu durchleuchten, ne? Und wirklich zu sagen, so, okay, wie geht denn eigentlich dieses Business? Es hat ja einen Grund, dass es Strategien gibt. Ja, sorry, also wenn die sich nicht bewährt hätten, würde es sie nicht immer noch geben. Der wichtige Punkt ist tatsächlich, es gibt nicht eine Strategie und es gibt halt ganz viele, 50.000 da draußen und jeder empfiehlt die für ihn funktioniert hat. Und deswegen musst du selbst halt ausprobieren, was für dich das Richtige ist, auf jeden Fall. Ja, sehr cool. Mega vielen gut. Vielen Dank. Amen. Amen. Irgendwann muss man damit aufhören, ne? Also, Sandra, vielen, vielen Dank für den Einblick in dieses Thema Human Design im Business. Ich glaube, dass das vielen hilft. Für mich war das auch tatsächlich ein guter Game Changer, sagen wir so. Ich hatte letztes Jahr so viele Game Changer, dass ich leider mir schwer tue, eine Reihenfolge festzulegen. Aber okay, von der Warte her. Aber nichtsdestotrotz hat es die Priorität bekommen, dass ich sage, wir müssen da unbedingt ein Interview drüber machen, damit alle das erfahren, weil ich das wirklich kritisch beäuge, was so los ist draußen. Und ich sage so, lasst uns doch bitte die Perspektive ein bisschen größer ziehen. Ich glaube, dann ist für alle Platz. Hallo, Fünferlinie. Genau. Also, und genau, von der Warte her, ich freue mich sehr. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke dir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.